Grüß Gott. Wenn man all die spirituellen Erfahrungen analysiert, die von vielen erlebt worden sind, so werden gewisse Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien sichtbar. Im Kern vermitteln diese Erlebnisse aber vor allem die Botschaft, dass man nach dem irdischen Tode als geistige Person in einer jenseitigen Welt weiterlebt und auch dort in einer Gemeinschaft seinen Platz und eine Aufgabe finden wird. Und wenn es weitergeht, so stellen sich uns natürlich auch Folgefragen. Eine davon heißt, was für eine Erscheinungsform werde ich in der jenseitigen Welt haben? Wie werde ich da aussehen? Denn die jenseitige Welt ist nicht formlos, sondern es gibt auch da ein soziales Lebensumfeld mit einer Natur, die der unseren ähnlich ist. Belegen kann man dies mit vielen Berichten aus Nahtoderfahrungen. Diese werden zwar immer unterschiedlich erlebt, aber gewisse Erzählelemente wiederholen sich dabei immer wieder. Aus diesen Berichten kann man auch ableiten, wie die Gestalt eines Menschen materiell und geistig beschaffen ist. Denn bei einer Nahtoderfahrung finden sich die Betroffenen plötzlich außerhalb ihres Körpers. Sie sehen und hören dann aber trotzdem alles, was um sie vorgeht. Im außerkörperlichen Zustand ist der materielle Körper nicht mehr handlungsfähig. Er ist dann schlafend oder bewusstlos. Einige können dann auch eine Verbindung zwischen dem irdischen und feinstofflichen Körper erkennen. Diese wird sogar in der Bibel erwähnt und da wird sie als silberne Schnur bezeichnet. So eine Kraft gegeben, welche mich auf der linken Seite der ganzen Länge aus dem Körper herausschälte. Dann war ich oben unter der Zimmerdecke, konnte hinunterschauen und sah mich unten im Bett liegen. Dann dachte ich, ja, wie sehe ich dann hier oben aus und schaute dann mir herunter. Und dann sah ich mich so in Bekleidung, in bequemer Bekleidung, wenn ich etwa Ferien machte, in Jeans und mit einem T-Shirt. Aber es war mir völlig wohl dort oben und sah die Verbindung mit einem silbrigen Faden oder Schnur von meiner Stirne hinunter zu meinem Körper im Bett. Der feinstoffliche Körper des Menschen ist dem irdischen gleich. Dieser Geistkörper verfügt da auch über alle Sinne wie Sehen, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken. Allerdings sind diese dann nicht mehr auf die materielle, sondern auf eine feinstoffliche Umgebung abgestimmt. Irdische Materie bietet dem feinstofflichen Körper kein Hindernis mehr und er kann sich im Haus durch Wände oder Dächer hindurch bewegen, ohne dass diese Widerstand bieten würden. Und bin dann im Zimmer nach oben in die Ecke geschwebt, ja. Und es war nicht die Frage, ob ich jetzt, wenn ich raus wollte aus dem Haus, durch die Tür müsste. Weil normalerweise sind wir ja gewohnt, dass wir, wenn wir im Materiellen sind, dass wir die Tür aufmachen müssen, ja. Sondern ich bin einfach dann durch die Decke diffundiert. Durch die Decke, durch den Dachboden, durchs Dach nach draußen. Das war eigenartig, aber es war in dem Zustand auch relativ normal, ja. Zusammenfassend kann man also daraus erkennen, dass jeder Mensch zwei Hüllen hat, einen irdischen und einen geistigen Körper. Handlungsfähig ist der irdische Körper nur, wenn sein geistiger Körper in ihm ist. Ist dieser bei Nahtoderfahrungen außerhalb des irdischen Leibes, ist er nur als Geistwesen in einem geistigen Umfeld handlungsfähig. Mit diesem kann er sich bei anderen Menschen nicht bemerkbar machen. Er bleibt aber mit dem irdischen Körper, mit dieser bereits erwähnten Silberschnur verbunden, die offenbar unendlich dehnbar ist. Wird diese Verbindung getrennt, ist der irdische Tod unausweichlich. Nun stellt sich die Frage, wo ist denn das eigentliche Ich-Bewusstsein verankert? Im außerkörperlichen Zustand wird der irdische Körper oft als etwas Fremdes oder wie ein abgelegtes Kleid wahrgenommen. Daraus muss man schließen, dass das eigentliche Ich-Bewusstsein im feinstofflichen Körper verankert sein muss. Das heißt,
Das Denken und alle Handlungsimpulse kommen aus dem Ich-Bewusstsein und somit aus dem geistigen Körper. So ist der Mensch eine Einheit aus materiellem und geistigem Körper, aber angetrieben von einer Kraft, die ihm das Leben und die Handlungskraft gibt. Wo aber ist nun diese Lebenskraft? Auch da geben Nahtoderfahrungen Auskunft. Und dann ist in jedem Menschen drin, ist da ein Licht, das ist ungefähr etwa hier, jetzt habe ich das Handgelenk auf das Mikrofon gehalten, ist genau hier, wo das Mikrofon ist, drin, also da, wo das Herz eigentlich das körperliche Herz ist, aber da ist dieses Licht und diese Funken. Und dieses Licht, das hat eine solche Schönheit, das habe ich auf der Erde noch nie gesehen. Im Zentrum des Geistkörpers findet sich eine Art von Licht, die als Gottesfunken oder Seele bezeichnet wird. Darin ist das Leben selbst und die eigene Persönlichkeit verankert. Und wenn wir nun kurz in die Bibel blicken, so heißt es da, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Gott aber ist Geist, und wenn wir nach seinem Bilde geschaffen wurden, so muss unser wahres Ich zwingend auch von geistiger Art sein. Und unvergänglich, so wie es auch heißt, er habe uns die Ewigkeit in das Herz gelegt. Dieses Dreierprinzip von materieller Hülle, Geist, Körper und Seele gilt aber nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Auch da wurden bei spirituellen Erfahrungen der feinstoffliche Körper von Tieren gesehen. Ganz offensichtlich ist das ein grundlegendes Schöpfungsprinzip. Und somit darf man sicher sein, dass auch alle Tiere nach dem irdischen Tod in der jenseitigen Welt weiterleben. Und auch da gibt es Beispiele, die das bezeugen. Und dann habe ich mich also umgedreht auf halbem Wege und sehe dann die Joni da stehen. Das war 8 Tage nach ihrem Tod. Ja. Also sie stand da, hat mich angeschaut, wie eben die Hunde einen so anschauen, macht ein bisschen Eindruck, so einen traurigen Blick. Ja, haben sie ja gerne so einen treuen, traurigen Blick. So stand sie da, aber ganz bewusst, also nicht irgendwie mit eingezogenem Schwanz oder so, sondern richtig, wie wenn sie sagen wollte, ich bin zwar traurig, ja, dass ich tot bin, aber ich bin trotzdem bei euch. Wenn wir nun davon ausgehen, dass jeder Mensch alle drei Elemente hat, also einen materiellen Körper, einen feinstofflichen Körper und ein Lebenslicht, so lässt sich daraus ableiten, dass im Grundsatz alle Menschen ausgerüstet sind, um feinstoffliche Dinge zu sehen und zu hören, und das eben mit ihrem feinstofflichen Körper. Jedoch wird im Tagesbewusstsein die spirituelle Wahrnehmungsfähigkeit durch den irdischen Körper abgeschirmt. Aber es gibt auch da immer wieder Lücken, wo gewisse spirituelle Wahrnehmungen möglich sind. Diese sind oft in den Phasen zwischen Wach- und Schlafzustand oder wenn der Mensch besonders entspannt ist. Die Aufnahmefähigkeit für spirituelle Dinge ist aber auch je nach Person und Lebenssituation unterschiedlich. Als ich eines Nachts plötzlich schlagartig das weiße, deutliche Gesicht meines verstorbenen Nachbarn vor mir sah, ich wusste sofort, das war kein Traum, das war real, er war da bei mir. Und er übermittelte mir, ohne Worte eigentlich, aber ich verstand es ganz genau, sagte er mir, du, die Spaziergänge, du, die mit meiner Frau machst, tun ihr sehr, sehr gut. Bitte mach das noch eine gewisse Zeit weiter. Er sagte das sehr intensiv und dringlich. Und dann war er wieder verschwunden. Das führt uns nun zu den besonderen Wahrnehmungen, wie Nachtodkontakte, das Hören, Sehen oder Fühlen von Geistwesen, die um uns sind. Eine häufige Art von besonderen Wahrnehmungen sind Sterbebettvisionen. Es ist auch bekannt, dass sich bei sehr alten Menschen eine Art von Altersmedialität entwickelt. Das heißt, sie können dann Geistwesen sehen und hören oder gar mit ihnen sprechen. Weil Umstehende diese Geistwesen nicht wahrnehmen können, führt das oft dazu,
dass man diese betagten Personen verdächtigt, psychisch erkrankt zu sein. Und man verabreicht ihnen dann Medikamente, um sie ruhig zu stellen. Tatsächlich hat sich bei ihnen nur diese bereits erwähnte Wahrnehmungsabschirmung für Spirituelles etwas aufgelöst. So können sterbende Menschen oft ihre verstorbenen Verwandten und Bekannten sehen, die gekommen sind, um sie abzuholen und in die jenseitige Welt zu begleiten. Auch hier gibt es dazu Berichte. Und auf meiner rechten Seite, der ältere Herr, der sterbenskrank war, der hat plötzlich jemanden auf die Decke gesehen und hat zu seiner Enkelin gesagt, was macht denn der da oben? Und dann kurz danach sagt er, ach, da kommt ja noch jemanden, sagt er. Und wir haben uns geschaut, seine Enkelin und ich, und haben uns gewundert, was er da sieht. Und dann plötzlich sagt er, aber der Herr mit der Maske auch, sagt er, ah, oh, zu seiner Tochter, schau mal, wer da ist. Ja, komm rein, komm rein. Also der hat auch jemanden auf die Decke gesehen. Und hat gesagt, ja, komm. Und seine Tochter hat das nicht verstanden. Sie sagte zu ihm, Papa, ich bin doch hier und nicht da. Und er hat sie so geschubst und hat gesagt, ja, komm rein, komm rein. Und in dem Moment ist er gestorben. Zu den besonderen Wahrnehmungen gehören auch besondere Träume oder Wahrträume, die sich dann im Leben bestätigen. Damit erbringt die Jenseitswelt auch immer wieder kleine Beweise, dass sie tatsächlich existiert und dass wir im Leben auch von jenseitiger Seite her begleitet werden. Aber solche Erfahrungen werden meist nur in einem engeren Familienkreis erzählt, aber sie sind bestimmt nicht selten. Dann bin ich weiter ins Wohnzimmer, es war wie im Traum, praktisch leer und da stand noch der Tisch. Und ich konnte das nicht wissen, dass die Wohnung so aussieht, weil ich war die letzten 5 Jahre nicht mehr dort gewesen. Ich wusste nicht, dass es oben weiß bemalt worden ist, das Holz, und dass es jetzt Laminat gab. Und der Tisch war noch dort und in meinem Traum stand er neben dem Tisch und wir haben uns dort verabschiedet. Und das, als ich dann im Januar dort in der Wohnung war, das war für mich der Beweis. Den Traum hatte ich ja nach seinem Tod, nicht im Moment von seinem Tod, sondern eine Weile später. Das war für mich der Beweis, ich war hier, weil ich habe diese Wohnung so gesehen, das Hemd noch ganz alleine dort im Schrank aufgehängt. Dann dachte ich, wenn ich diese Wohnung so gesehen habe und ich war hier mit meinem Geist, dann war er auch hier. Nun komme ich zu einer weiteren spirituellen Erfahrungsform, nämlich zu sogenannten Geistwirkungen. Darunter werden Wirkungen von Geistwesen auf die materielle Welt verstanden. Solche sind vielfach auch in der Bibel erwähnt, da werden Geistwirkungen auf Menschen, Tiere oder Pflanzen beschrieben. Darunter gehören auch Erlebnisse wie das direkte Eingreifen eines Schutzgeistes zur Verhinderung eines Unglücks oder zur Rettung aus einer Notsituation. Oft wird das nur als Glück bezeichnet, wenn man vielleicht einmal nur knapp einem Unfall entgangen ist. Es kann aber durchaus sein, dass die geistige Welt aktiv eingewirkt hat, damit Menschen nicht zu Schaden kamen. Auch dazu gibt es Beispiele. Also ich möchte weit an den Rand gewagt, ja, den Steinbruch ran, da ging es ungefähr 30 Meter runter. Ich bin dann schwindelig geworden, habe das Gleichgewicht verloren. Dann mit einmal verspürte ich einen Stoß hier vorne auf die Brust. Wenn der Stoß nicht gekommen wäre, wäre ich runtergefallen. Und ich habe jetzt da gedacht, es ist ein Schutzengel. Ja. Er hat zwar keine Flügel gehabt, im klassischen Sinn, wie man halt Engel kennt, sondern das war also Engel, aber auch größer, viel größer als jetzt ein normal gebauter Mensch. Ungefähr 5 Meter habe ich ihn wahrgenommen. Das habe ich noch so in meiner Erinnerung, also schon riesig. Und er war auch ein weiblicher Schutzengel. Ja, und mit langen Haaren, war leicht durchsichtig und weiß aber, ne, weiß durchsichtig und mit so Bändern, habe ich sie gesehen, ne, wie so Bänder, so wie die im Wind geweht sind. Ja, auch die Haare haben sie leicht geweht. Der weibliche Schutzengel hat mich ja böse angeguckt. Danach habe ich nie wieder einen Schutzengel gesehen, auch davor nie. Eine weitere Form von Geistwirkung sind medial vermittelte Mitteilungen. Dazu eine Vorbemerkung. Es herrscht oft das Vorurteil, dass Geistwesen allwissend wären
und für alle Probleme eine Lösung hätten. Tatsache ist aber, dass ein verstorbener Mensch nach seinem Übertritt noch etwa den gleichen Wissensstand und die gleichen Ansichten hat wie zu Lebzeiten. Viele verbleiben im Umfeld der Menschen, obwohl ihnen ein Platz in der jenseitigen Welt zum Leben und zur Weiterentwicklung angeboten wurde. Wenn diese erdgebundenen Geistwesen nach einer gewissen Zeit verstanden haben, wie sie sich bei medial begabten Menschen bemerkbar machen können, so geben sie sich oft noch hohe Namen, um mehr Glaubwürdigkeit zu erzielen. Solches Tun ist zugelassen und es liegt in der Verantwortung der Menschen, solche Vermittlungen eben auch zu prüfen. Das heißt nun nicht, dass man aufgrund von falschen Botschaften das Prinzip der medialen Mitteilungen als Ganzes verwerfen soll. Auch auf dieser Welt gilt, man muss zuerst an die richtigen Personen gelangen, um zu kompetenten und wahren Antworten zu kommen. Und wenn wir kompetente Geistwesen zu Wort kommen lassen, dann können diese uns wertvolle Informationen übermitteln, die uns wichtige Erkenntnisse ermöglichen. Nun zurück zu medial begabten Menschen. Bei ihnen ist die Abschirmung für spirituelle Wahrnehmungen durch den irdischen Körper etwas weniger ausgeprägt. Es gibt dabei verschiedene Abstufungen von Medialität, wie mediales Hören, Sehen, Schreiben sowie auch Tieftrance. Diese Kommunikationsform mit der jenseitigen Welt ist seit Menschengedenken bekannt und sollte darum nicht unbeachtet bleiben. Nun, diese Erkenntnisse über unseren feinstofflichen Körper basieren primär auf spirituellen Erfahrungen, aber er ist mit materiellen Messmethoden nicht beweisbar. Aber alle sind eingeladen, sich selbst Gedanken dazu zu machen und die Plausibilität zu prüfen. In der Beschreibung habe ich auch eine Literaturempfehlung eingefügt, wo das Prinzip von Körper, Geistkörper und Seele etwas vertiefter ausgeführt wird. Wichtig ist es, uns bewusst zu werden, dass es ein Jenseits und ein Leben nach dem Tode gibt und dass wir da als Geistwesen weiterleben und wirken werden, wenn unsere irdische Zeit abgelaufen ist. So gibt es einen Schöpfer, der uns geschaffen hat, der unsere Wege leitet, der unsere Entwicklung fördert. Er hat uns auf dieser Welt ja auch einen Platz zum Leben gegeben und so hält er für uns in der jenseitigen Welt auch einen Wohnort bereit. Aber mit dem freien Willen hat er uns auch eine Eigenverantwortung mitgegeben. So sollte es ein Ziel sein, das Leben hier so zu führen, dass wir in der jenseitigen Welt nicht zu viel Zeit dafür aufwenden müssen, um die begangenen Fehler wieder zu bereinigen. Aber wir dürfen die Zuversicht haben, dass unsere Wege so geleitet werden, dass wir alle eines Tages das Glück wiederfinden können, was wir einst verloren haben.